Willkommen Leute zurück zu Xenoblade Chronicles 2. In diesem Video werde ich die Items für die Liebesquelle zeigen, also wo man die finden kann. Darunter wären Herzklopfgras, was logisch sein sollte, wenn man die Quest hat. So. Federpfirsich bei den Lefitarischen Inseln, Pflicht oder Kürbis, Morgenhortensie bei Gormod und Musikmelone hier in Argento. Und ich würde sagen, wir fangen mit Musikmelone an. Dazu müssen wir einfach nur hier raus und da in das Feld rein. Und dann bekommt es durch Ackerbaukunde. Und haben wir Glück? Hatten wir Glück? Nein. Dann halt nochmal. Ich will ja beweisen, dass es die hier wirklich gibt. Die sind halt leider relativ selten. Also man hat da mit den drei Boosts ungefähr Chance auf zwei Stück. Schon wieder keine. Okay, langsam wird's blöd. So, jetzt aber. Es ist halt ein Seltenheit 3 Item. Dann entfernen wir halt mal diese Klinge. Vielleicht liegt es ja daran, weil sie nur Stufe 1 hat. Na bitte! Vielleicht 4 Stück, 5 Stück. Ja. Musikmelone. Okay. Nächstes Ziel. Lefitarische Insel. Insel von Set. Du. Da bekommt man die Federpfirsiche, wenn man hier entlang rennt. Und dann da. Das sind Seltenheit 2 Items. Und benötigt auch Ackerbaukunde. Und hier bekommt man ungefähr 3 bis 4 Stück. Hier eine Federpfirsich. Und die zweite Federpfirsich, ja. In diesem Fall jetzt nur 2. Aber hier kann man die farmen. Und man kann es per Schnellreise auch immer wieder wiederholen, wie ihr gesehen habt. So, und nun zu Morgenhortensie Dingsbums. Und den... Das andere Item halt. Das gibt es hier bei Himmlischer Schnabel. Und wie ihr da hinkommt, kann ich euch zeigen. Jetzt habe ich ernsthaft den Namen vergessen.
So. Wenn ihr hier seid, dann einfach mal hier hochrennen. Ist ein etwas langer Weg. Aber es lohnt sich, weil da bekommt man sehr, sehr viele von diesen zwei Items. So. Jetzt sind wir hier bei Otto. Der schläft vermutlich. Ah nein, da ist er. Dann geht's hier rauf. Und hier unten ist ein Level 90er Fester Gonza von Xenoblade Chronicles 1 aus dem Wendetal. Und ihr müsst jetzt übrigens hier runterspringen. Und im richtigen Moment aufspringen, damit ihr hier reinspringt, reinspringen könnt. Dann habt ihr hier die unterirdische Quelle. Okay. Und jetzt sind wir da. Das ist übrigens ein Geheimpunkt. Himmlischer Schnabel. Und hier gibt es diese zwei Items. Die brauchen Pflanzenkunde. Und von denen bekommt man ja richtig viel. Ach, Pflicht oder Kürbis, so heißen die, ja. So. Nun zum letzten Item. Tantal, obere Ebene, himmlischer Hort. Das geht hier am schnellsten. Und wie ihr dort zum himmlischen Hort bekommt, ist ganz simpel. Ihr müsst lediglich den Weg darunter rauf folgen. Da müsst ihr eine Eisbrücke machen und hier mit dem Aufwind hier raufspringen. Dann habt ihr da diesen Geheimpunkt. Und ich springe jetzt hier runter. Und jetzt springe ich hier auf die Rutsche. Und wenn man hier nicht abspringt, sondern einfach nur den Stick nach vorne drückt, dann kommt man hier so weit drauf. Und hier ist das Item Herzklopfblume. Gras, meinetwegen. So. Und damit ab nach Argentum. Goldmondflugdeck. Und ihr seid nun stolzer Besitzer des Taschenitems Lebensquelle. Dass das Vertrauen der Klinge um 3000 erhöht. Ja, morgen horten sie. Pflicht oder Kürbis, Federpfirsich und Musikmelone. Okay. Ich hoffe, dieser kleine Guide hat euch gefallen und ich sage jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.